Grüß Gott und herzlich willkommen. Heute habe ich Dr. Michael Meister, den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hier in der Freiburger Altstadt zu Gast. Er wird zu Kompass in der Krise sprechen. Ich bin gespannt. Wenn Herr Dr. Meister jetzt mit uns auf dem Kompass für die Krise blickt, dann kann ich mir denken, dass die Kompassnadel im Moment noch zittert. Selbst Wirtschaftsexperten tun sich ja zurzeit sehr schwer. Ich bin mir aber sicher, in welche Richtung sie sich einpendeln wird. Sie wird am Ende in Richtung soziale Marktwirtschaft zeigen. Dieser Ordnungsrahmen ist nicht neu. Die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, dass er dennoch wichtig und erstrebenswert ist. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise konnte sich auf dem Fehlen eines soliden Ordnungsrahmens und auf individuelle Verantwortungslosigkeit entwickeln. Kreditvergabe, Geldpolitik, Risikovorsorge und die Vermarktung von Finanzprodukten fanden ohne den erforderlichen Ordnungsrahmen statt. Wir brauchen international eine Wirtschaftsordnung, die von Verantwortungsbewusstsein getragen wird und sich an den Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns orientiert. Diese verantwortungsbewusste Wirtschaftsordnung ist die soziale Marktwirtschaft. Durchgesetzt wurde sie von der CDU und CSU. Sie ist die Ordnung, die unser Land stark gemacht hat. Der Krise und ihren Ursachen setzen CDU und CSU diese Wertvorstellungen entgegen. So wurden die Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse auf das durchschnittliche Niveau von Jahresende 2008 gesenkt. Die Rentenanpassung 2009 bedeutete einen Sprung, wie er im Westen seit 1994 und im Osten seit 1997 nicht mehr stattgefunden hat. Das Kurzarbeitergeld Plus mit Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit hilft vielen Unternehmen, Auftragsflauten zu überstehen. Und ab Januar kommenden Jahres tritt zudem das Bürgerentlastungsgesetz in Kraft. Es entlastet die Bürger um 9,5 Milliarden Euro. Das ist die größte Steuersenkung dieser Legislaturperiode. Die Unternehmen werden zudem um mehr als 1,9 Milliarden Euro entlastet. Auch bei den Arbeitsplätzen sieht es gut aus. Gegenüber dem Boomjahr 2007 haben wir knapp 300.000 weniger Arbeitslose. Gegenüber dem rot-grünen Sommer 2005 ist das sogar ein Rückgang um knapp 1,3 Millionen. Im Bundestag sitzt Herr Dr. Meister seit 1994. 2002 wurde er finanzpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, 2004 stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Haushalt und Finanzen und 2005 schließlich stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Wirtschaft, Mittelstand, Finanzen und Haushalt. Herr Dr. Meister, Sie haben das Wort. Die einzige stabile Konstellation, die sich am 27.09. ergeben kann, die dann auch für 4 Jahre Stabilität garantiert, ist eine Koalition aus Union und FDP. Jede andere denkbare Konstellation wird aus meiner Sicht die Stabilität auf 4 Jahre nicht liefern. Die soziale Marktwirtschaft ist nicht das Problem, sondern sie ist die Lösung. Das Problem ist, dass sie nicht überall auf der Welt in ihren Prinzipien gilt. Können wir das, was wir als Erkenntnis aus der Finanzmarktkrise gewonnen haben, dann auch in neuen, weltweit gültigen, verbindlichen Regeln implementieren? Das wird nur gehen, wenn es auf der Ebene der G20, 20 großen Wirtschaftsnationen, innerhalb der Europäischen Union gelingt, darüber Einvernehmen herzustellen. Und deshalb passt das aus meiner Sicht auch zu dem, was ich vorhin zur Wachstums- und Beschäftigungsstrategie gesagt habe. Dort liegt der Schlüssel, um aus der jetzigen Misere wieder herauszukommen, indem wir beide Beschäftigung aufbauen müssen und Wachstum erzeugen müssen in der Wirtschaft. Und da bin ich der Meinung, haben wir ein paar richtige Strukturentscheidungen getroffen. Ich sage mal, die Rente mit 67 mag unbequem sein, aber sie ist richtig strukturell. Dann hoffe ich, dass wir in den roten Bären vielleicht noch zu einem schwarzen Ergebnis kommen. Dankeschön. Der
Dr. Meister hat es klar und deutlich gesagt, wir können nur aus der Krise kommen durch Wachstum. Und Wachstum erreichen wir nur, indem wir die Mitte der Gesellschaft und auch die Unternehmen entlasten. Und das geht nur mit einer Steuerreform. Ich bin froh, dass Dr. Michael Meister in seinem Vortrag die Rente mit 67 erwähnt hat. Als Vertreter der jungen Generation bin ich völlig überzeugt, dass wir nur mit einer Rente mit 67 Jahren meiner Generation oder den anderen Generationen, die nach uns kommen, eine Rente ermöglichen können, die zum Leben reicht. Ich bleib dran und schauen Sie bald wieder rein.